Meine Tour in Dänemark führte mich in die kleine Hafenstadt Thorsminde am Nissanfjord. In der Einfahrt zum Hafen liegt der 4 Tonnen schwere Anker der HMS St. Georg. Am 24. Dezember 1811 sank das Schiff bei einem schweren Sturm vor Thorsminde. Dabei kamen 1300 Seeleute ums Leben. Jetzt geht der Blick über den kleinen Fischerhafen in Richtung der Schleuse, die zum Nissanfjord führt. Weiter geht es am Trainingsmuseum St. Georg vorbei zum Ankerfriedhof. Es sind viele verschiedene Ankertypen aus der Vergangenheit ausgestellt. Diese stammen aus Bergungen aus dem Jahr 1700 bis 1950. Die Anker liegen hier im Kreis. Sie sollen einen Kompass darstellen. Das war der Ankerfriedhof in Thorsminde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald auf meinem Kanal. Euer Bicycle Michi.